Endlich ist der Frühling auch bei uns angekommen und treibt die Narzissen aus dem Boden oder Erzenbecher, wie wir sie nennen. Hier wachsen Unmengen an Blumen im Frühjahr, begonnen von Veilchen, die den ganzen Wald violett färben. Das eher unscheinbare Schaboxkraut, das jetzt seine Blüten austreibt. Das Schöllkraut blüht zwar noch nicht, aber bald wird es auch wunderschöne gelbe Blüten ausbilden. Der ganze Hang ist voller Himmelschlüssel, wie man bei uns dazu sagt. Hummeln und Schmetterlinge sind schon unterwegs. Der Frühling ist wirklich innerhalb von ein paar Tagen bei uns eingekehrt. Das Buschwindröschen, das sich vom Wald her ausbreitet, ist auch immer wieder schön anzusehen. Und mit diesen Frühlingsimpressionen verabschiede ich mich und bis bald!